Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich habe jetzt endlich die Stelle gefunden, warum dieser Tempel hier so schwer sein soll. Es hat lang gebraucht. Finally. Finally habe ich die Stelle gefunden. Weil den Rest habe ich, glaube ich. Also alles andere... Ich muss den Bossraum, den Vorbossraum, da sollte jetzt eigentlich das grüne Ding sprudeln. Da muss ich mir noch die zwei Feen holen, die mir dann da drin noch fehlen. Ja, fehlt nur noch dieser Raum hier. Den ich eigentlich auch schon soweit fertig habe, bis auf die Fee. Und irgendwie hier an die Kante dran springen. Nee, geht auch nicht. Müsste ich mal ausprobieren jetzt. Aber echt, ich hoffe mal, hier ist nicht wieder irgendwas unsichtbar oder so. Vor allem, weil ich, ja... Also nochmal alles neu machen müssen, wäre scheiße. Ich will jetzt den Endboss erreichen und dann kann ich... Dann kann ich den... Ich meine, es wird dann vermutlich wieder irgendwas sich in der Schädelbucht verändern, was man dann alles so machen kann. Und, ich meine, das kann ich mir dann ja später immer wieder nochmal holen, das ist ja kein Problem, nochmal irgendwie... Das heißt, ich weiß ja nicht, wenn der Frosch... Wenn es den Frosch nochmal gibt als Endboss, dann, dann protestiere ich. Dann mache ich die Schädelbucht nicht fertig. Nein, ah ja, ich, ja. So, und da ist der erste Tag tatsächlich schon vorbei. Ich muss mir ja in diese Richtung hier um. Nee, eigentlich. Ich muss man auch als geländegängiger Gorone da hochfahren. Ich lasse hier nichts unversucht. Oder man muss einfach, vielleicht kann man ja als Sora darauf klettern. Ist mal ein bisschen länger. Ich werde hier ja nicht so blöd abrutschen. Komm. Hep. Oh. Hier geht es jetzt natürlich nicht mehr. Aber hier komme ich jetzt... Nein, nicht da drauf stellen. Hier komme ich jetzt hier... Ah, ha, ha. Uiuiui, das ist aber tricky, du. Da muss man sich als Sora da hinstellen. Klar, der hat längere Arme. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, ha, ha, ha. Ja. Aber... Liebes Rätsel, nicht mit mir. Ich löse euch alle. Alter, das heißt... Also, was muss ja auch mal sein. So, jetzt seien wir mal ehrlich, Leute. Wie lange habe ich für dieses Rätsel gebraucht? Ein Part? Nee, weniger als ein Part. Vielleicht einen halben. Wie, was? Ich hatte es nicht erwischt. Wie kann das sein? So, Magie wieder aufgeladen. Dämmerung des zweiten Tages. Ich glaube, wir erreichen... Aber ich bin am überlegen, ob ich nochmal zurückfahren soll, mir eine dritte Fee holen oder sowas. Weil irgendwie hier im Tempel selber gibt es irgendwie nirgendwo Feen. Bisschen blöd. In den anderen gab es doch überall mindestens irgendwo an einer Stelle eine Fee. Hier diese Stelle, Leute. Ja, das ist natürlich toll gedacht, ne? Da muss man nicht springen, sondern da muss man als... Nur... Weil als Gorone zum Beispiel kann man ja auch nicht klettern.
Ja, das ist natürlich sehr cool gemacht. So, aber ich würde mal sagen, dann habe ich soweit alles Übrige. Ja, dann kann ich jetzt in den letzten Raum gehen. Da waren ja auch die letzten beiden Feen gewesen. Abtauchen. Please. Muss man echt immer zweimal drücken. Nicht schlecht. So, und das war ja auch schon direkt hier unten gewesen. Ganz unten, oder? Ja, hier. Wusch. So. Aber das grüne Ding hier sprudelt noch nicht. Das hier schon. Muss ich hier etwa auch noch irgend sowas machen? Ah, hier ist das letzte Ventil. Okay. Ich dachte schon, ich habe irgendwas vergessen. Oder jetzt kommt das wirklich... Alter, Leute, das ist doch nicht wahr. An einer Stelle habe ich es tatsächlich mal auf Anhieb richtig gemacht. Habt ihr mitgezählt, wie oft es falsch war? Bestimmt 6 Mal oder so. Das ist keine schlechte Quote. Was wollte ich sagen? Ich war gerade irgendwas am Erzählen gewesen. Ich hacke ja gerade so ein bisschen... Ja gut, das war... Ja. Ich hacke so ein bisschen irgendwie drauf rum, dass ihr gesagt habt, der Tempel wäre so schwer gewesen und... Ja gut, ich habe ihn jetzt nicht instant irgendwie easy durchgerusht, aber es hat ja auch jemand gemeint, ja, wenn du da am Verzweifeln bist, dann kannst du ja dir jetzt Beruhigung, kannst du mal das machen und so, aber es war ja irgendwie... Das war halt irgendwie echt nicht der Fall gewesen, dass ich hier irgendwo verzweifelt bin. Und deswegen, ja, Entschuldigung, ich So, und hier unten war jetzt auch noch irgendwo eine gewesen, an so einer ganz fiesen Stelle, nämlich hier beim Rausspülen, musste man sie dann irgendwie erwischen. Okay, dann versuche ich das jetzt noch. Hehe. Gut. Abtauchen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich einfach hier zentral... Ja gut, dann mache ich einmal die Blase kaputt, alles klar. Und hole mir dann beim nächsten Mal einfach die Fee ab. So. Oder wird die da jetzt auch rausgespült? Ich sag immer so oft spülen. Spülen. Mit ganz viel Spüli wird hier das Geschirr gespült. So. Jetzt sollte ich sie aber bekommen. Geht hier einfach wieder die Bla. Kleine Fee, was soll der Scheiß? Die flattert da halt so rum und ich kann unter Wasser auch nicht die Maske anziehen, weil dann... Dann, müsste ich mich in Link verwandeln und Link unter Wasser ist ziemlich... bekommt ziemliche Atemnot. Ist ja nicht wie in Ocarina of Time. Jetzt müssen wir ein bisschen besser das Movement der Fee predikten. So, jetzt geht sie so links rüber. Und jetzt hab ich sie. Alle verirrten Feen gefunden. Jawohl. Dann sind wir doch jetzt. Wo bin ich hier? Was kommt da hinter mir hergeflogen? Ich glaube, hier bin ich jetzt aber richtig. Sind wir dann fertig für den Endboss? Ja komm, wenn ich hier jetzt den Endboss nicht schaffe, dann kann ich mir einfach nochmal 3 Feen holen gehen und den nochmal machen, oder? Habt ihr genug Zeit? Bin ganz entspannt hier. So. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wo ich die Feen abkleben muss, wie gesagt.
Aber das wird sich ja hoffentlich recht schnell finden. Ich bin schon ganz gespannt, was ich dann bekomme. Ich habe ja beim ersten Tempel, habe ich da den Rundumschlag bekommen? Ich glaube schon. Beim zweiten Mal habe ich doppelte Magie bekommen. An was bekomme ich jetzt? Ich bin schon ganz, gespannt. Aber erstmal bin ich jetzt gespannt auf den Endboss. Ja, ich würde mal sagen, Boss Time. Oh oh. Ist ja ein ziemlich kleiner Raum hier. Sehr beengend. Okay, doch nicht beengend. Ich musste nur irgendwo reinspringen. Okay, hier wachsen Wasserpflanzen. Gute Beleuchtung unter der Wasseroberfläche, sehr hübsch. Sind wir jetzt in der Perspektive von dem Endgegner oder was? Hier gibt's Magie, sehe ich doch direkt. Das heißt, hier muss vielleicht mit Eispfeilen was gemacht werden. Versklavter Wächter der Meere, Georg. Ah, schade, dass jedes Mal dieselbe Musik ist. Irgendwie. Oh, ich hätte mir vielleicht noch volle Pfeile holen sollen vorher. Na gut. Was soll das? Wir können uns ja mal anhören, was Taya zu sagen hat. Kommst du ihm jetzt zu nahe, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Ja, mache ich das vielleicht am besten ohne Magie. Das wird ja nichts bringen. Dann mache ich mir nur hier so... Oh oh. Hier will ich gefressen werden. Der ist wehgetan. Ich glaube schon, aber... Okay, jetzt muss ich, glaube ich, abtauchen und ihn... Er bleibt relativ lang und... Okay, das sollte reichen, um einmal abzutauchen und ihm als Sora einen reinzuhauen. Nein, oh Gott! Der sieht irgendwie süß aus. Oh, hat mich gefressen. Ups. Ich halte es 46 Sekunden unter Wasser aus, nicht schlecht. Gut. Ich muss ihn noch einmal erwischen und dann direkt als Sora abtauchen. Wo ist er denn? Ich schmeiß mich immer ins Wasser. Komm, Link, schnell. Gut. Da ist schon recht gut Schaden bekommen. Gut, Pfeile. Was hat er gemacht? So, und abtauchen. 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 Und... Bash, bash. Okay. Es ist immer von sehr kurzer Dauer, merke ich. Dann lieber schnell wieder raus hier. Ich war doch schon aus dem Wasser draußen, da frisst er mich einfach. Oh oh. Der macht auch echt gut Schaden. Gibt's hier vielleicht auch Herzchen? Ne, dafür muss ich wohl echt unter Wasser. Toll! Hier hinten war er irgendwo gewesen. Ja gut, er macht mir so keinen Schaden, sondern schwimmt immer nur gegen die Säule. Ich habe ihn eigentlich abgeschossen. Abtauchen.
und Bash. Gibt's hier irgendwo Leben? Hier hinten gibt's Magie. Ne, es sieht echt schlecht aus und jetzt hat er mich schon wieder gefressen. Wenn ich jetzt meine erste Vieh verbrauchen. Ich dachte gerade irgendwie, es funktioniert nicht. Oh, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme oder ob ich tatsächlich drei Feen brauche. Oder ob ich es gar nicht schaffe, auch nicht mit drei Feen. Ich muss mir ja auch irgendwie eine andere Taktik verwenden. Er hat irgendwas Böses vor. Das hat ein halbes Herz Schaden gemacht. Abtauchen. Ich weiß nicht, macht der nochmal irgendwas anderes oder so? Rastet der vielleicht gleich voll aus? Wo blubbert's? Ja, Bluebots. Hallo, verwandeln. Abtauchen, abtauchen, abtauchen. Und zuschlagen. Aber wozu gibt's hier Magie? Muss ich ihn vielleicht mit einem... Ich muss das mal ausprobieren. Aber wenn ich hier ins Wasser schieße, dann wird ja eigentlich... dann bildet sich auf jeden Fall keine Plattform. Lauert halt immer da hinten irgendwo und... Irgendwie ist das mit den Eispfeilen nicht so der Hammer, glaube ich. Oder? Hä, das kann doch keinen Unterschied machen. So, jetzt wieder verwandeln. Verwandeln. Wandeln, abtauchen, abtauchen, abtauchen. Meine Güte, ey, die Steuerung hier ist. Muss man dreimal auf jeden Knopf drücken. Hat mich jetzt gefressen einfach. Also das ist irgendwie echt. Also hier von wegen Steuerung hatten wir ja irgendwie letzten, vorletzten Part. Kann ich ihn eigentlich mit meinem Schildschaden machen? Vielleicht, wenn ich hier so an ihn ranschwimme und dann. Ich habe eigentlich Schild gemacht, da hat er mich, das macht ihm nichts, hat er mich trotzdem gefressen. Okay, das darf mir aber echt nicht passieren, weil dann kriege ich ziemlich viel Schaden. Ja. Das mit den Eispfeilen macht irgendwie überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt Eispfeile benutze oder normale. Dann benutze ich halt normale. Wo ist er? Da. Wo ist er? Was jetzt? Ich glaube, jetzt wird es erst richtig lustig, so. Was war das? Nein! Oh oh. Das sieht schlecht aus. Meine nächste Fee werde ich bald verbrauchen. Und zwar jetzt! Fuck!
Der ist doch ziemlich... Weiß ich nicht. Ich habe die Befürchtung, dass ich da doch auch... Nein, oh Gott! Schnell raus, Mann! Komm, go, 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 go! Go, 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 go! Ach, geht doch, meine Güte. Ja, ich glaube, diese kleinen Fische nerven mich jetzt einfach nur, wenn ich ihn schlagen will. Abtauchen. Abtauchen. Ja. Ich hätte weiter zum Hinschwimmen müssen. Oh, hier ist ein Herzchen. Was mir leider nichts nützt. Hallo, sowas hasse ich auch, wenn, wenn Link irgendwo auf eine Kante kommt und dann irgendwie trotzdem wieder irgendwie dumm ich nicht halten kann und dann einfach hallo, verwandeln, meine Güte, ey, das ist immer so abtauchen, abtauchen. Das ist echt Wahnsinn, ey. So. Das wird aber... Nein, oh Gott! Hilfe! Oh, da war er! Okay, ich glaube, das wird schwer. Das wird richtig schwer. Ist vielleicht auch wieder so eine Sache von wegen mit Herzteilen. Ja, wenn ich... Wenn ich die Herzteile jetzt halt schon hätte, dann... Hallo, was soll denn das? Er klettert da immer mit einer Seelenruhe aus dem Bett, aus dem Becken heraus. Oh, schöner Tag heute, ich lass mal ruhig angehen heute Morgen. Oh, oh, jetzt kriegt er mich wieder, glaube ich. Fast. Die spritzt es voll heraus aus dem Becken. Und eckt wieder irgendwas aus. Ich habe eigentlich einen Pfeil auf ihn geschossen. Ja, okay, das war's. Ich hätte echt eine dritte Fee holen sollen. Hätte ich ja nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier solche Probleme bekomme. Ja, ist natürlich ein bisschen nervig. Ja klar, es ist natürlich auch wieder so eine Geschicklichkeitssache. Und abtauchen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde alles geben. Und das war alles. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und im nächsten Part gebe ich mal die Feen ab, hol mir 3 frische Feen und dann versuche ich nochmal dieses Mistviech umzulegen. Gut, das machen wir dann aber morgen, beziehungsweise für euch ist es dann morgen. Gut, dann sage ich mal bis dann. Tschüss.